Ahoi ihr Küstenkinder, willkommen zu einem neuen Video hier jetzt auf diesem Kanal. Nun, Geburtstage müssen gefeiert werden und deswegen gibt es heute ein Set, was passend zu demselbigen, also meinem Geburtstag heute, passt. Eine richtig schöne Rock'n'Roll Party hier. Und dazu habe ich euch heute dieses Set hier mitgebracht von SY und zwar die Animal Music Box mit der Set-Nummer, ich muss kurz gucken, 7899. Das ist ein richtig schlimmes, richtig tolles Set. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Welches ich mir habe direkt aus China kommen lassen, gibt es jetzt aber auch in Deutschland zu kaufen. Bei Bluebricks habe ich gesehen, kam jetzt vor ein paar Tagen bei denen in den Shop. Und da bekommt ihr das mit originalem Karton, wenn ihr möchtet. Ich verlinke es euch unten drunter einmal. Aber seid gewarnt, das Set hat wirklich große, große Nachteile, aber ist trotzdem so, so geil. Ne? Also die Steinequalität ist zum Davonlaufen, um das mal nett zu formulieren. Das Set an sich, die Idee, die Optik nachher von Weitem, wie es dasteht, ist für mich eines der besten Sets, die ich in diesem Jahr gebaut habe. Und diese Extreme, dieses wirklich Schlechte auf der einen Seite, dieses richtig Coole hier auf der anderen Seite, hat mich total irre gemacht bei dem Video. Ihr seht es jetzt gleich auch. Ich bin erst richtig gefrustet und genervt und dann richtig begeistert und euphorisch. Und ja, dieses Ding ist schwarz und weiß in einem. Aber lange, lange Rede. Und vielleicht nur kurzer Sinn, schaut euch am besten einfach mal selbst an und schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Set hier unten drunter in die Kommentare. Und dabei jetzt ganz viel Spaß. Und da ist sie, die riesengroße Animal Music Box hier von SY oder Sai oder C oder weiß der Fuchs. Ich weiß auf jeden Fall nicht, wie man diesen Namen jetzt ausspricht. Es ist nicht Zembo, es ist dieses SY. Das ist zu erkennen an dem etwas schärferen S im Logo. Das zeige ich euch gleich auf dem Bluetooth-Lautsprecher, glaube ich. Denn hier auf dem Bild ist das so zu sehen. Die Anleitung vorne ist schon mal schön gestaltet. Eine matte Anleitung, eine matte Oberfläche mit einem schönen bunten Bild hier drauf und es erzeugt richtig viel Lust auf das Set. Auf jeden Fall bei mir. Natürlich weiterhin ab 6 Jahren, wie alle Sets aus Fernost. Wir haben 2666 Teile, ist ja fast eine teuflische Teileanzahl hier. Und hier stehen so ein paar Dinge. Genau, die sind aber weiter unwichtig. Bluetooth haben wir, haben Blogs, wir haben Musik und wir haben nochmal Bluetooth. Ja. Okay. Music Party, Carnival Together. Ja, genau, das ist es hier. Auf der Rückseite noch einmal das Gleiche, so ähnlich. Hier sind die Figuren. Ah, genau, da waren sie in der Box, sind sie vor der Box ein bisschen aufgeteilt. Hier oben unter dem süßen Häschen ist der Bluetooth-Lautsprecher, also nicht die ganze Box der Lautsprecher, nur hier dieser kleine Würfel, da ist das drin. Hier vorne zu sehen ist es jetzt gar nicht. Wird hier irgendwo unten drunter sein. Die Anleitung ist folgendermaßen aufgebaut. Zunächst haben wir hier einen schönen großen Stickerbogen, den ich nicht aufkleben werde, weil das keine Transfersticker sind. Das sind ganz normale dünne Folien aufklebbar wie bei Winnerbricks. Die sind nicht besonders gut erfahrungsgemäß. Lasse ich also weg. Das wird nicht ganz so bunt wie hier. Egal, ich glaube, es sieht trotzdem gut aus. Hier steht noch was erläutert. So, the red line indicates the parts assembled in this step. The yellow line indicates the red parts assembled in this step. Ja, und dann steht hier noch irgendwas, wo ich dran denken soll. Ich denke mal, ich bekomme das auch so aufgebaut, ohne diese kleinen Tipps dabei. Hier schon zu sehen, es ist eine große Baseplate dabei in Gelb. Und die Anleitung sieht dann so aus, dass wir innen drin alles in Vollfarbe, ach, die ist groß, alles in Vollfarbe dargestellt haben. Der aktuelle Schritt ist hier rot umrandet. Jetzt habe ich hier mal die ersten Sachen so ein bisschen ausgepackt und schon die Tüten des Bauschritts 1 rausgelegt. Dann hier diese Baseplate, von der ich gerade schon gesprochen habe, mit einem, was haben wir denn hier? Mit einer Korrektur in irgendeiner Art und Weise. Das wird wahrscheinlich noch wichtig werden. Dazu ist auch hier so ein Extrabeutel in dem Paket gewesen, wo eben dieses Teil drauf zu sehen ist und auch nochmal so ein Slope, also drin zu sehen ist und so ein Slope hier. Da werden sie irgendwas im Nachgang korrigiert haben. Außerdem haben wir hier einige Tüten, die nicht nummeriert sind, die so gebraucht werden, auch mit einem bedruckten Teil, wie ich hier gerade sehe, ein paar Noten, das gefällt mir. Und ansonsten ganz viele Plates und Sonderteile, die hier alle extra verpackt sind und nicht mit drin in den normalen Bauschrittstüten. Davon sind es jetzt hier 5 Einzelbeutel. Genau. Schritt 1 hat 3 Tüten. Ich packe mal die ersten Tüten aus und wir gucken uns mal die erste Qualität hier auf den ersten Blick jetzt an. Ausgepackt und schaut mal, nimm das Singbau. Der Teiletrenner in der ersten Tüte, diese Rebellen. Ansonsten haben sie sich auch was von Lego abgeguckt und zwar Bauschritt 1 ist die Baseplate. Das war's. Moment, Baseplate, Bauschritt 1, so, Schritt 1 fertig. Top, ich bin ein richtig guter Klemmbausteinbauer. Naja, Spaß beiseite, machen wir mal weiter. Ich blätter einmal um und da wird jetzt ganz entspannt hier vor sich
hingebaut. Ich habe mir die Steine jetzt gerade schon mal von der Seite angeschaut. Also zunächst einmal, die Baseplate liegt jetzt noch glatt auf. Das wird sich, ich befürchte, fast ändern, wenn ich drauf losbaue. Aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber ich habe hier auch schon ein paar Fliesen dabei, die wir uns mal angucken, beziehungsweise eine Fliese. Und naja, was soll ich sagen? Schaut mal, die ist schon sehr zerkratzt und sehr matt. Das ist eine wirklich sehr schlechte Oberfläche. Aufgrund der gelben Farbe wirkt das so nicht so schlimm, glaube ich. Aber wenn ihr hier genau hinschaut, puh, das ist echt böse. Diese Fliese in Schwarz wäre eine Hölle. Da wären wir fast auf Bundeswehr-Serienniveau von Singbau hier. Ist nicht so cool. Aber wie gesagt, bei SY, bei C, wie auch immer, habe ich das jetzt so nicht anders kommen sehen, beziehungsweise nicht anders erwartet. Ich habe jetzt hier in den ersten Plates auch keine GoBricks-typische Nummer gesehen. Also wenn es hier auch keine GoBrick-Steine seien, hier zum Beispiel... Oh, Moment, da, doch, hier ist eine drin. Was haben wir denn da? Ah, 51210, glaube ich. Das könnte wiederum GoBrick sein. Also ist es hier doch gemischt, weil in diesen größeren Plates hier, dort, habe ich jetzt gerade durch die Tüte keine Nummer gesehen. Aber habe ich mich vielleicht doch verguckt. Das werde ich nochmal in Erfahrung bringen. Auf jeden Fall hier noch einmal ganz kurz das Logo. Eindeutig SY, dieses scharfe S mit diesen scharfen Kanten hier ist SY und nicht Sembo. Damit baue ich jetzt los und hole euch dazu, sobald es das erste Spannende hier zu berichten gibt. Das ist das Ergebnis nach den ersten beiden Bauschritten und ich bin ziemlich enttäuscht bis hierher und es macht mir auch nicht wirklich Spaß. Warum das so ist, das zeige ich euch jetzt und dann müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr das Thema seht. Zum einen langweilig, klar, ich habe hier einfach nur vier Wände hochgezimmert, ein paar Akzente außen dran, aber viel mehr war das nicht. Das liegt jetzt hier in der Natur der Sache, dass das ein bisschen öde war. Der Spaß kommt, glaube ich, jetzt erst beim Bauen, wenn ich die ganzen Tiere baue. Jedoch war auch die Steinequalität so, dass ich sage, oh nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Obwohl wir hier wirklich, so wie ich das gesehen habe, größtenteils GoBrick-Steine drin haben, sehen die einfach nur furchtbar aus und haben ganz, ganz fiese Oberflächen. Die Verbaubarkeit, die war eigentlich okay gewesen. Habe jetzt nicht die großen Probleme gehabt, aber die Steine von der Qualität her, von der Oberflächenqualität her, wirklich der letzte Ausschuss, in meinen Augen. Aber gucken wir uns das mal kurz an. Die Bauweise, wir haben hier bei den Wänden teilweise diese Panels einfach drin. Warum da jetzt nicht Bricks aufgefüllt worden sind, das weiß ich nicht. Vielleicht sollte es so einfacher zu bauen sein, keine Ahnung. Von außen fällt das auf jeden Fall nicht auf. Also man sieht schon, dass das Panels sind, diese zwei hohen. Ich hätte mir gewünscht, dass die das komplett mit Bricks gelöst hätten. Aber gut, so ist es jetzt gemacht. Die Baseplate hat sich glücklicherweise gar nicht verzogen. Das wird daran liegen, dass ich komplett außenrum gebaut habe natürlich und nichts in die Mitte gesetzt habe, wodurch ich es hochwölben kann. Mal sehen, ob das so bleibt, ob hier noch was draufkommt oder wie das sich entwickeln wird. Bis jetzt ist das cool, dass es so gemacht ist. Schauen wir uns einmal die Akzente an. Hier vorne sind so ein paar, ja, Knöpfe dran, die man eigentlich drehen könnte. Theoretisch hier ist ein Lautsprecher drauf. Hier haben wir so ein bisschen was mit Akzenten, wo ich keine Aufkleber drauf gemacht habe. Hier ist jetzt noch nichts dran. Hier auf der Seite haben wir einmal wieder so eine Art Radio-Lautsprecher hier angedeutet. Hier ist eine Gitarre, nein Quatsch, keine Gitarre, ein Notenschlüssel. Und nochmal so ein An-Aus-Schalter hier höchstwahrscheinlich, aber alles ohne Funktion, ist nur so als Akzent von außen draufgesetzt. Innen drin einfach so ein paar Turntables jetzt hier vorbereitet und hier auf dem großen Turm auch ein Turntable. Da kommt der Schlagzeuger, der Bär, oben drauf. Habe ich gerade schon in der Anleitung gesehen. So, jetzt was meine ich zu den Steinen, warum sind die so schlimm? Also zunächst gucken wir uns mal die Oberflächen der Fliesen an. Ich weiß, das mache ich immer, aber hier bei der schwarzen Fliese ist schon zu sehen, dass sie richtig fies aussieht. Hier die gelbe genauso. Und das zieht sich komplett so durch. Die Oberflächen der Fliesen sind richtig extrem schlecht. Obwohl, wie gesagt, hier GoBricks-Fliesen verwendet werden. Die sehen aber nicht bei jedem Hersteller so schlecht aus oder bei jedem Vertreiber so schlecht aus, besser gesagt. Was Sy oder C oder SY, wie auch immer, mit den Steinen hier macht, weiß ich nicht. Gefühlt, auf mich wirkt das so, als wären das hier Steine, die irgendwo abgefallen sind, die irgendwo übrig waren. Die bekommen die hier in rauen Mengen und dürfen die verbauen. Den Eindruck erweckt dieses Set hier bei mir bisher. Dann kommen wir mal zu den Farbeinschlüssen. Hier zum Beispiel bei dem Weiß habe ich welche drin. Hier ist das zu sehen. Die weißen Fliesen auch von der Oberfläche her. Schaut mal, ihr könnt es vielleicht erkennen. Ich hoffe es hier, dass die alle einfach nur extrem matt sind und richtig rau und zerschrammt. Auch hier, schaut mal, die Steine von der Seite. Diese ganzen Panels hier und das alles. Das ist alles richtig zerrupft und zermackt. Also überhaupt nicht gut. Kein Stein, der hier irgendwie gut von der Seite aussieht. Schaut mal hier, wie das hier aussieht. Wirklich mega fies. Auch hier die grauen Fliesen. Mega fies, wirklich. Hier die schwarzen. Ich weiß nicht. Das ist totaler Ausschuss in meinen Augen. Sorry, dass ich das so sagen muss. Da bin ich und da bleibe ich auch ehrlich. Das geht gar nicht hier. Das geht überhaupt nicht. Sowas zu verkaufen als Neuware. Hier die schwarzen. Guckt euch das mal an. Also ganz ehrlich. Nee. Nee, das geht nicht. Hier nochmal Thema Farbanschlüsse, auch in dem Gelben. Hier ist was drin, hier ist was drin, hier ist was drin.
Das habe ich eigentlich ganz viel gehabt. Ne? Hier oben auf der Ecke haben wir noch mal was drin als Farbeinschluss oder Schmutz von außen, der nicht so einfach abgeht, weiß ich jetzt nicht. Ich habe jetzt mal ein bisschen rüber geputzt, da ging es nicht direkt ab. Also, das einmal zur Qualität. Die Steine sind wirklich arg in Mitleidenschaft gezogen. Die haben, glaube ich, schon viel hinter sich in ihrem Leben. Wer weiß, wofür die schon mal benutzt worden sind. Ja, die Verbaubarkeit der Steine war okay. Alles andere ist schlecht. Ich baue jetzt weiter, gucke mir mal die Tiere an, wie mir die gefallen. Und dann zeige ich euch wieder das Update, beziehungsweise halte euch gleich hier auf dem Laufenden. Du Banause, du hältst jetzt besser mal deinen Mund. Ich nehme alles zurück, was ich bis hierher gesagt habe. Nein, nicht alles. Die Steinequalität ist wirklich nicht gut. Aber das hat jetzt doch noch unglaublich viel Spaß gemacht, als ich die Tiere des Friedhofs hier, die Zombie-Tiere ohne Augen gebaut habe. Wirklich richtig cool. Und jetzt, wo ich es fertig habe, finde ich, dass es ein richtig geiles Set ist. Meine Güte, wie sich das ändern kann. Ja, warum? Ich finde einfach diese Idee, guckt euch das hier mal an, was wir hier haben. Wir haben hier eine Box, eine Musikbox, wo Tiere herausplatzen, die Musik machen mit allen möglichen Instrumenten. Dabei ist ein echter Bluetooth-Lautsprecher, da hinten noch so ein Rock'n'Roll-Schild, hier fliegen überall so eine Boxen, Lautsprecher rum, ein paar Scheinwerfer, hier noch ein Boxen, da ist eine Gitarre an der Seite, da sind noch ein paar Details an der Box, die zeige ich euch gleich noch. Also irre, wie geil ist das denn? Was für eine coole Idee ist das bitte, so ein Set rauszubringen, sowas Verrücktes hier zu machen, was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt und trotzdem so als Diorama, wenn es hier so dasteht, richtig coole Geschichte ist, wo auch noch echte Musik rauskommt. Also das gefällt mir jetzt. Versteht mich nicht falsch, ich sage das noch einmal, dann ist dann der Schluss. Die Steinequalität optisch ist wirklich nicht gut. Die Steinequalität zum Verbauen ist wirklich gut. Das einmal dazu. Und jetzt gucken wir uns das hier mal ein bisschen genauer an. Und bevor ich das Diorama jetzt leider zerstören muss, lasse ich es da ein bisschen stehen und wir gucken uns erstmal das Häschen hier vorne an, unseren Leadsänger. Die Frontsau sozusagen ist hier das Karnickel. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt die Augen, ich habe da keine Aufkleber drauf gemacht. Dadurch sehen die alle so ein bisschen zombie-mäßig aus. Das ist vielleicht ein bisschen ungünstig, aber ich wollte einfach keine Aufkleber drauf machen. Mit Aufklebern wäre das ein bisschen niedlicher. Aber egal. So, hier auf jeden Fall ist die Bluetooth-Box unten drin. Die hören wir uns gleich auch nochmal an. Hier ist es cool gelöst. Ich kann das aufladen, ohne dass ich irgendwie was abbauen muss. Kann ich direkt hier anstecken. An Ausschalter haben wir hier unten. Lauter leiser funktioniert wieder nicht. Ich kann die Lieder aber skippen. Lauter leiser geht nur über mein Telefon. Und hier seht ihr jetzt gerade die größte Schwäche des Sets. Die Tierchen sind alle so aufgestellt, dass die hier unten über C-Clamps befestigt sind. Und bei dem geht's noch, aber gerade hier vorne der Keyboarder kippt immer wieder nach, oder die Keyboarderin, wie auch immer, kippt immer nach vorne weg. Also so stehen lassen, das hält. Wenn man jetzt dran wackeln würde, würde eben das hier passieren, denn das ist einfach nicht so mega stabil. Sieht aber optisch wirklich cool aus und hält eigentlich auch so zum Hinstellen. Also Leadsänger, das Karnickel, schiebe ich jetzt mal ja, hier irgendwie hin. So, Moment, da steht's. So, dann haben wir hier so ein paar Boxen dabei, einfach nur so gebaut. Drei Stück stehen hier so rum. Warum auch nicht? Könnt ihr euch so hinstellen, wie ihr möchtet. Kann man machen, wie man will. Ganz cool, dass es dabei ist. Also für ein richtig cooles Diorama echt geil gemacht. Und da ist richtig Bewegung drin. Guckt mal, das lebt richtig. Total geil. Dann noch eine Gitarre. Gehört zum Karnickel irgendwie dazu. Ist so einzeln dabei. Könnt ihr hinstellen, wo ihr wollt. Auch schön einfach einen kleinen Akzent dabei. So, wie machen wir das jetzt? Die Tiere will ich euch gerne zeigen. Aber wenn ich das jetzt dichter würde, fliegt mir das alles auseinander. Weil so hochheben wird schwer, denn die Basepad unten ist halt sehr dünn. Die ist labberig. Ich hätte mir hier gewünscht, dass da eine richtige Bodenplatte gebaut wird, die stabil ist. Denn so hochheben, wie gesagt, dann verzieht sich's innen drin. Ich zeige euch erstmal den Deckel da hinten. Das hier ist also der Deckel der Musikbox. Denn wir können diese Box schließen. Wenn ich die Tiere da jetzt rausnehme, kann ich den Deckel so draufsetzen und die Tiere drumrum trapieren und dann auch hier oben vielleicht draufstellen und dann so hinstellen. Das ginge jetzt theoretisch auch. Das war in der Anleitung auch so abgebildet. Also würde dann jetzt hier so zum Beispiel aussehen. Das ist auch machbar. Dann kann man die ganzen Säulen, die hier unten drunter sind jetzt, diese weißen Säulen da zum Beispiel, in die Box reinlegen und das so aufbauen. Warum eigentlich nicht? Ist auch eine ganz coole Idee, die mir optisch auch gut gefällt. Aber ich habe es jetzt einfach mal so gelassen. Also, wie gesagt, das geht auch. Ich habe es jetzt so als Hintergrund mit dieser Wand hier. Zum Bauthema, also diese Kästen, die Box an sich ist natürlich naturbedingt ein bisschen langweilig. Das ist einfach nur so gebaut. Ihr habt schöne Teile drin, schöne große Plates, leider in Gelb. Die Farbe persönlich mag ich jetzt nicht so, aber so ist die Bauweise einfach gelöst. Und dann haben wir hier dieses Rock'n'Roll gebaut. Total cool. Und auch hier oben auf der Box ein Lautsprecher, dann Notenschlüssel hier wieder drauf, ein paar andere Geschichten einfach schön gemacht. Der Lautsprecher wird hier angesetzt, damit ihr das so hinstellen könnt. Sonst wird das da vorne umkippen und so hält es dann. Also ja, wirklich
komplett zu Ende gedacht, wie ich finde hier. Und mir gefällt das jetzt wirklich optisch extrem gut. Ich stelle das mal hier hinten einfach hin. So, da haben wir das. Und jetzt hole ich die Box ein bisschen dichter. Zeige euch gleich die Tiere. Bevor ich das mache, drehen wir die noch einmal. Dann schaut mal da hinten. Auch richtig geil. Haben sie jetzt noch ein paar Stecker angedeutet. Einmal hier so eine Art Stromstecker mit so einem Flexschlauch, so ein Element. Stromstecker und so ein Klinkenanschluss wahrscheinlich, den ihr irgendwo reinstecken könnt, um die Musikbox mit Saftfeuer und Verstärker zu versorgen. Das alleine schon total cool, dass das noch mit reingekommen ist. Das gibt der ganzen Geschichte gleich wieder ein bisschen mehr Leben. Da ist sie gerade umgekippt, das meinte ich. Richtig stabil ist das jetzt so nicht. Die sind auch so zu drehen. Ja, das ist fixiert auf dem Turntable, kann man drehen, gar kein Problem. Ich baue die jetzt mal ab und zeige euch die kurz hier einmal aus der Nähe. Da haben wir hier unseren E-Gitarrenspieler, wie es aussieht, mit Gesangsfunktion. Das Schaf wird es hier sein. Ganz cool, ganz nett gebaut, sieht wirklich nett aus. Der ist ein bisschen stabiler, der stützt sich vorne auf seine Gitarre hier ab und dann kann er nicht nach vorne umkippen. Kopf ist beweglich, die Arme sind voll bei Balljoints beweglich. Die Gitarre konnte man hierzu anbauen, die kann man einzeln auch wieder rausnehmen. Also, ich finde es einfach toll. Diese Idee ist einfach richtig, richtig nett hier. Ich wiederhole mich, ich weiß. Aber ich kann es einfach nur so sagen, wie ich es gerade empfinde. So, den Kollegen hier nochmal abbauen oder die Kollegin. Ich glaube, die hat ein Kleidchen um. Hier ist es ganz cool gemacht. Die haben fast alle so eine Ketten hier, so eine Schmuckstücke quasi aus Ketten. Tatsächlich, sie ist hier nur auf einer Noppe befestigt. Ist ein bisschen wackelig da, aber hält gerade so. Keyboard. So gebaut mit Mikrofon, die singen hier alle ein bisschen mit, da wird nicht nur Instrument gespielt und dann sieht die so aus. Hier hat die C-Clamp ein bisschen versagt bei diesem Flexschlauch, der hält hier auf der Seite nicht, um die Kopfhörer darzustellen. Naja, man kann halt nicht alles haben, ansonsten, ja, die gute hier, also die setze ich jetzt mal hier hin, weil alleine stehen ist bei der echt ein bisschen schwierig, aber sitzen geht ja auch, ne, so, ja, da kippt sie nach hinten um. Ja, der Kopf ist schwer. Sie möchte sich hinlegen, sie möchte ein bisschen schlafen. Ist auch in Ordnung. Die Maus finde ich ja am zweitcoolsten von allen Tieren, die hier dabei sind. Fette Gitarre hier am Start, größer als die Maus selbst. Kleine süße Nase, kleine Zähnchen angedeutet, schöne dicke Goldkette hier um Hals. Natürlich ist die Checkerin hier oder der Checker, wie auch immer. Kleiner Verstärker hier und nochmal, da geht die Party hart ab. Und dann haben wir noch unseren Bär. Und der toppt einfach alles. So, ich nehme den hier mal runter. Das Schlagzeug hier vorne, das ist hier bedruckt drauf. Das scheint wie so eine große Flugzeugturbine hier zu sein, wenn sie draufgesetzt haben. Alles schön gebaut, richtig cool gemacht. Und der Bär an sich, den können wir nochmal runternehmen. Auch dicke Goldkette um Hals. Das ist hier alles beweglich, natürlich der Kopf ist beweglich. Und dann ist er so schön gebaut und ich finde das einfach nur toll. Der gefällt mir hier am allerbesten von allen. Das war das erste Tier, was man auch gebaut hat, also was ich gebaut habe. Und da hat das Set mich dann gehabt. Also als ich den am Bauen hatte und fertig war, als ich das hier so vor mir gesehen habe, war ich einfach nur noch geflasht und begeistert von diesem coolen Set hier. Dann hier oben nochmal zwei Lautsprecher, wie gesagt, drauf auf diesen Bühnen. Ja, Ständern, so soll es wirken. Es ist das gewesen. An sich die Boxen drin natürlich leer jetzt. Ist ja in der Box, die man befüllen kann. Von daher eigentlich in Ordnung. So, da habe ich mich wieder draufgesetzt, da oben, da wo er hingehört. Und wenn wir jetzt mal so schauen, was das für ein mega Ensemble hier ist. Wenn das hier alles so vor einem steht, finde ich, hätten die das hier nicht besser umsetzen können, diese coole Idee, die sie da so hatten. Und ich finde auch die Handbewegungen sowas, das passt alles wirklich zu den Figuren, zu den Charakteren, dass das wirklich wie eine Band hier aussieht. Jetzt guckt euch das doch mal an. Wie cool ist das? Das ist ein Set, hier oben der Schriftzug. Hammer, hammer geil. Ich habe vergessen, die Box wieder hinzustellen, die gehört natürlich auch noch dazu. Das sieht wirklich so cool aus, ey, so ein cooles Ding. Mein Gott, wenn die Steine optisch nur schöner wären. Na, aber ein Wehmutstropfen muss es ja immer geben. Und jetzt gucken wir uns hier nochmal den Bluetooth-Lautsprecher ganz schnell an. Einzuschalten hier unten, ich halte mal gedrückt. Dann macht er schon Musik. Jetzt starte ich mal auf meinem Telefon auch noch fix die Bluetooth-Verbindung. Ach, da hat er sich schon gefunden. Sehr gut, ist direkt verbunden hier. Und dann würde ich sagen, mache ich mal ein Video hier vor mir an, wo ich ja Musik drauf habe, die ich auch benutzen darf tatsächlich. Um das hier auch einmal vernünftig testen zu können. So, und ihr hört? Vielleicht, ich hoffe, da kommt Musik raus. Das ist hier mein Video zum Lego Cetros, was ich hier gerade am Start habe. Und wenn ich es am Telefon lauter mache, dann wird die Box auch lauter.
mache es ein bisschen leiser jetzt. Also der Klang, finde ich, ist soweit okay tatsächlich. Klingt ein bisschen blechdosern, ja, okay. Könnte aber wesentlich schlimmer sein. Und für so eine kleine Box, für so Klemmbaustein-Thema, funktioniert das richtig gut. Und ich mir jetzt vorstelle, hier richtig Musik am Laufen zu haben, den Hasen da so drin zu stehen, dieses Ensemble haben, wo die Musik rausschallt, wenn es im Regal irgendwo steht, im Schrank irgendwo steht, auf dem Wohnzimmer, Sideboard, wie auch immer, finde ich, ist das ein ganz großartiges Ding hier. Und das wird, glaube ich, bei Blue Bricks demnächst irgendwie auch erhältlich sein. Das war da in Ankündigung vor einiger Zeit. Und ich kann euch das wirklich nur empfehlen, wenn euch das hier gefällt. Holt euch das dann dort, habt ihr die originale Verpackung dabei, habt keinen China-Import, so wie ich sie hatte. Könnt das sauber hier in Deutschland kaufen. Ich weiß nicht, welcher Preis das dann sein wird. Wird ein bisschen was kosten, sind viele Teile, ist ein Lautsprecher dabei. Aber ich finde, dieses Set lohnt sich wirklich, um sich das zu holen, hinzustellen. Ich bin so begeistert, wenn ich das hier vor mir sehe. Es ist einfach toll, wie das alles hier gestaltet ist. Macht noch die Aufkleber drauf und dann passt das. Die Steinequalität, wie gesagt, müsst ihr ignorieren. Nicht zu dicht rangehen, dann seht ihr die Kratzer auch nicht. Aber für mich gewinnt das Set durch diese Gesamtgestaltung. Jetzt mache ich mal die Box hier wieder aus. So. Und das ist eigentlich auch schon mein Fazit gewesen dazu. Ich glaube, ihr habt jetzt gehört, wie ich dazu stehe. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich drüber, ich lese das mir gerne durch. Dann sehen wir uns bestimmt ganz bald in einem nächsten Rocking-Video wieder. Und bis dahin sage ich alles Gute und tschüss hier von eurer Steinküste.